Okay, Spieltag Nummer 9. Ich brauche irgendwas, wie ich Robin im Video habe. Es darf nicht sein, dass er zwei Videos fehlt. Bist du gerade am Scheißen? Was? nein. Egal, wir machen einfach. Egal, wir machen. Also, einfach, ich habe eine Idee. Wir machen einen Live-Kampf. Wir machen einen Live-Kampf und dann kriegen wir das schon hin. Und damit hallo und herzlich willkommen zu TPA Spieltag 9 live. Vor dem Kampf. Warum brechen wir jetzt das Format? Ich weiß es nicht. Wir machen es einfach live, weil manche Benny sich das gewünscht hat. Wir fangen einfach direkt an, indem wir einfach ganz easy für 3 Sekunden unseren Standard-Team-Screen einblenden und direkt zu unseren Sets gehen, die wir dieses Mal mitnehmen. Ich habe nämlich da eine schöne... Bist du gut vorbereitet, Jana? Ja, bin ich. Ich muss nebenbei auf Discord gucken, ob unsere Gegner uns geschrieben haben. Weil jetzt in... Eigentlich genau jetzt sollten wir schon kämpfen. aber hier seht ihr die Sets. Wir haben einmal Bunnelbee mit Quiverdance, Moonblast, Bugbuzz, Roost. Invest seht ihr rechts. Ich merke gerade, ich habe das Wesen vergessen. Wir wurden gechallenged. Ihr habt die Sets, bitte einmal pausieren, wenn ihr euch durchlesen wollt. Wir kommen im Game dazu. Let's fucking go. Wir sind drin. Alles predicted. Wo? Warte mal, nee. Nee. Wo ist Necrozma? Wo? Ja! Nein! Unser Necrozma-Counter! aber das ist gut, ich sehe positiv. Ich sehe. Ich hab nicht gegen uns gesehen, ne? Ich sehe. Machamp ist auch nicht drin, Alter. Oh Gott. Ich sehe einen sehr, sehr guten Haunter-Lead. To be honest. Du weißt, dass Vigabolt, wie heißt das? Energy Ball hat, ne? Ja, deswegen. Ich sehe einen Haunter-Lead, wenn es reinkommt. Wenn wir halt gegen Vika wollen, ja. Deswegen, lass reingehen mit Yami. Ja. Okay, hallo, nochmal. Ja, wir sind jetzt im Live-Kampf, ne? Warum eine Live-Aufnahme? Ihr wollt mich einfach sterben hören! Ja, wir wollen dich sterben hören. Apropos, für die Leute, die jetzt zugucken, guckt mal, wir haben 6 verschiedene Kalks pro Pokémon. Wo sind die? Super ja. Vorbereitet. Ja. Das heißt, ihr werdet jetzt ultra scheiße, ne? Ach, come on, wir reden doch eh mal über die Sets. Die haben ja nur das eine Set gesehen. Und wir haben eh keine weiteren Teams geplant, die ich leaken hätte können. Ja, egal. Und ja, dann, ihr seht jetzt auch, wie scheiße ich kalke. Robin sieht jetzt auch zum ersten Mal, wie scheiße ich kalke eigentlich. Ja. Ich werde absolut wegtriggern, wenn ich das Video schaue. Man merkt so hart, wie du auf Klo bist, Alter. Ich weiß. Und wie ich gerade kein Mikro habe, es tut mir so leid für meine Audio, wirklich. Alles gut, die war schon mal schlimmer. Ich weiß. Ich glaube, das hast du sogar selber in den Kommentaren da geschrieben gehabt. Oh Gott. Ja, lass nochmal durchgehen. Ja. Pantinarash ist wahrscheinlich ein Bunnelbee-Check. Es kommt Birnenbaum rein. Destiny Bond bringt nichts, wir können das toxicen. Ja, oder? Ja, würde ich sagen. Body Slam, Giga Body Slam bringt auch nichts. Toxic. Womit wollen die uns? Ja und Dings bringt sowieso nichts. Destiny Bond ist immun gegen Relaxo. Ja, ist es? Ghost gegen Normal. Es zählt immer noch. Ich weiß nicht, ob Destiny Bond so funktioniert. Was weiß ich, Alter. Funktioniert es. Grüße gehen raus an TJ, der das auch mal versucht hatte. Also ja, Counter ist Destiny Bond, Nightshade, Sludge Bomb und Toxic. Einfach nur um zu gucken, welches Ding das Clefable ist. Weil wenn Clefable jetzt keinen Toxic-Schaden bekommt, wissen wir, dass es Magic Guard ist. Wenn doch, wissen wir, dass es Unaware ist und dann können wir halt jeweils darauf mit unserem Roserade reagieren. Ja. Welches übrigens das Beste. Wir sind komplett vorbereitet. Ne? Ja. Roserade ist richtig geil. Roserade ist übrigens unser Witz. Wir wollen nicht komplett fertig machen. Ja. Der Kampf soll bei uns gerade nicht länger als 20 Turns gehen.
Ja, das ist der Plan, aber ich glaube, es könnte länger gehen, weil ich sehe, deren Team ist sehr defensiv. Ah, vielleicht. So sind unser Team aufgebaut. Ich habe halt Angst, so, dass sie irgendwas dabei haben. So. Alleine jetzt. Gegen was könnte. Eigentlich jetzt Pantinarasa. Hast du nicht Starsport mitgenommen? Komplett lost. Haben wir doch. Einfach weil wir den Toxic dabei haben, dachte ich mir, mehr Damage. Weil wenn wir Toxiken wollen, dann drücken wir Toxic. Ja, aber dann müssen wir nicht Toxic drücken, wenn die halt dann rausswitchen, sowas. Oh ja, ja, weißt du? Halt die Fresse. Pantinarasa Switch wäre jetzt für mich persönlich jetzt gesehen am schlechtesten. Clefable wäre schön. Protonator kommt rein, Godzilla, okay, ist gepoisoned. Bekommt Damage, alles gut. Eigentlich. Also sind die Skar schneller als wir? Das weiß ich ja nicht. Nein, nein, das Ding ist scheiße langsam. Ja, aber doch, die sind Skar schneller als wir. Was könnten die haben? Wir drücken. Wird Sludge Wave drücken? Sludge Wave vergessen? Ja. Oder Destiny Bond. Nightshade? Was macht mehr Schaden? Nightshade wegen 100er Attack Move. Oder wir drücken Destiny Bond und gucken, ob die irgendwas dabei haben. Ja, können wir auch machen. Oder wir drücken erstmal Nightshade und gucken, ob die schneller sind. Wir sind schneller. Will-O-Wisp. Das bringt nichts. Hello. Bringt nichts. Okay, wir drücken einfach dann nochmal, oder? Und macht Slash Wave mehr Schaden? Nein, 95 und 100 immer noch. Wir spielen auf Level 100. Deswegen macht Nightshade 100. Ja. Nee, aber Slash Wave hat doch eine 95er Base-Stärke. Ja, und Schau mal bitte nach, was mehr Schaden macht. Ja, okay. Haunter war das zweite, Mon. Da, Haunter. Ja, übrigens, wir können kalken, was das für ein Z ist. Ja, stimmt. Wir können kalken, was das für ein Z ist. Da, okay. Nightshade hat 31% gemacht. Nightshade ist das HP invested? 31% ist Full Spat Staff könnte das sein, ja. Also 31%, ne? Ja, bei 30,8%. Also, 30,8% wird als 31 angezeigt eigentlich. Beziehungsweise ich glaube, das ist nicht Full HP Invest, das ist halt auf 48 HP wegen ungerade Zahl. Das kannst du genau wissen, ne? Ich, okay. Komplett genau 31 ist 244 invested und dann wäre es 12 auf Speed zum Beispiel. Weil es komplett Spätstaff machen wir nur so viel Schaden mit Nightshade. Das Ding ist Spätstaff. Dann Nightshade ist die Spätstaff egal. Ja. Ja, okay, diesen HP Invested. Und Sludge Wave würde übrigens mehr Damage machen. Wir machen Sludge Wave als nächstes. Ja? Okay. Top. Wir gehen raus aus Gürske. Oh shit! Drücken wir jetzt Nightshade? Wir drücken Toxic. Nein, wir drücken Nightshade. Okay. Was ist, wenn, wenn die protecten? Ja, wir drücken Nightshade trotzdem. Wie viel Schaden machen wir? Full HP. Warte kurz. Clefable. Warum wechseln die da rein? Ich check es nicht. Ich geh jetzt da so. Sludge Wave hat wie viel Prozent gemacht? Man macht das. Jana, wir machen jetzt ganz schnell ein Custom-Game auf, oder? Man kann zwei Games auch gleichzeitig machen, oder? Das Ding ist, komplett spät, Nightshade würde genug Damage machen. Also komplett HP invested, alles klar. Dann drücken wir Nightshade. Okay, komm. Protect kommt. Okay, macht es immer noch genug? Nein. Drücken wir Toxic? Drücken wir nicht erst Lunchwave? Ich weiß halt nicht. Können wir machen. Nicht, dass wenn die halt rauswechseln, dachte ich. Obwohl, komm, lass Sludge Wave drücken. Komm, okay. Wie viel macht Nightshade jetzt? 25, immer. 25 eigentlich. Wie viel? 25,3. Ich lagge. 25,3. 25,3. Ja. Ich würde Sludge Wave drücken dann. Obwohl, Pantinaraja, ne? Egal, komm, Sludge Wave. Ja, das ist halt das Problem. Trotzdem. Wir können jetzt halt auch Toxic drücken. Ja, dann lass Toxic. Ja, aber Sludge Wave ist doch nicht besser. Nee, Sludge Wave ist das Heavy Play. Okay. Die haben uns gemacht. Oh, unsere Nervosität. Ey, wir sind einfach hektischer, finde ich. Wenn wir. Natürlich sind wir hektisch. Ich bin immer so hektisch während dem fucking Kampf, Alter. Du kennst mich.
ich doch. Ey, aber wir sind gerade in einer richtig guten Position. Haunter war richtig gut bisher. Not gonna lie. Haunter macht das gerade richtig gut. Ja, sind wir. Holy fuck. Ich hatte niemals damit gekriegt, dass Haunter so viel Work macht. Niemals im Leben. Die sind so langsam, ne? Ist Roserade schneller als jedes Mon? Ist Roserade schneller als jedes Mon? Ist guter Buda schneller, oder? Buda ist safe schneller. Wir haben Roserade, glaube ich, auf Machamp gespeedcreept. War das nicht so? Hast du nicht gesagt, ich will jetzt auf das Speedcreep? Lucha hat. Wir sind schneller. Ja, mit ich glaube, wir sind eigentlich schnell, nicht schnell, außer das Viscragon sind wir eigentlich schneller als alles. Das war klar. Okay, Pantinarasche, ich kalt kurz, weil eigentlich macht das ja Sinn. Du jetzt deswegen. Ja, deswegen ja. Wie hieß es nochmal? Copper irgendwas, Copperage, ja. Kann es uns killen? Ja, Heavy Slam killt uns. Wir drücken Destiny Bond. Nein! Ach Gott. Ja, wir drücken Destiny Bond. Let's go. Destiny Bond, fickt euch! Oh fuck, die wissen jetzt Bescheid. Meinst du. Destiny Bond ist immer noch da, ne? Ne, Destiny Bond geht jetzt weg, wenn wir jetzt angreifen. Ah, die haben Rocks aber gelegt. Okay, das ist okay. Wir gehen aber schon. Wir können jetzt auf Rotom gehen. Oder wir gehen jetzt halt. Nein, wir gehen nicht auf Rotom. Rhyperia? Meinst du? Das kann Heat Crash, ne? Na, ich glaube. Das kann Heat Crash, oder? Das kann Heat Crash, ja. Wollen wir jetzt was? Wir gehen auf keinen Fall in. Wie viel macht Nightshade jetzt? Nightshade macht 20. Wie viel macht 20. Ungefähr, wenn es Spätzef ist. Wollen wir nochmal testen? Halt warte mal, wie funktioniert Destiny Bond? Muss ich jetzt nochmal gucken. Zählt jetzt unser Destiny Bond, wenn wir es nochmal drücken? Until the user's next move? Nein. Okay, gut, dann drücken wir jetzt eigentlich. Eigentlich müssen wir raus. Auf Huha. Wir können halt nochmal Destiny Bond drücken. Ja, das dachte ich mir halt, aber ich weiß nicht, ob die das jetzt predikten. Oder dann, keine Ahnung, Clefable gehen oder sowas, weiß ich, warum sie das tun sollten, aber. Wollen wir in Huha raus? Hm? Also in Rihonia? Ich würde jetzt eigentlich drin, damit wirklich, Yami sehe ich keinen Grund, warum er das behalten soll. Also nochmal Destiny Bond drücken oder Nightshade? Wie viel macht Rotom ist schneller, oder? Rotom ist schneller. Rotom als das Viech. Ja, Rotom ist. Warte, Rotom ist schneller als das Viech, ja. Gut. Aber ich weiß jetzt nicht. Dann drücken wir jetzt Nightshade, machen Chip. Okay, dann Nightshade. Aber die haben noch nichts ausgewählt. Die jetzt übrigens auf GG. Das könnte natürlich sein. Die haben ja zwei Monster, die uns halt so, wo wir halt. Ich fühle Nightshade. Ach komm. Aber ich sehe halt keinen Grund, warum die auf Galaxo gehen könnten. Ich weiß nicht, ob die denken, dass Destiny Bond. Die wissen, ob Destiny Bond funktioniert. Ja, okay, die haben gegen Teacher gespielt, ne? Ich drücke jetzt Nightshade. Ja. Und wir können halt auch Toxic drücken, so auf richtig Bolzi, ne? Nee, ich glaube, die bleiben drin. Die sind sich gerade aber nicht sicher, ob der Destiny Bond da funktioniert noch oder nicht. Das wissen wir selber nicht. Doch, ich weiß das. Ja, okay. Okay. Kennen die uns? Ja, kennen die. Ah, Destiny Bond. Ja, auch gut. Egal, Leo. Leo dann. Leo? Ja. Leo kommt. Leo kenn ich auch, oder? Was? Du. Nee, Schaden musst du nicht kalken. Ich kalke dennoch Schaden. Yami kann raus. Yami hat gut Work gemacht, finde ich. Das Kill als Safe. Ah, sicher. Ja, es hat Pixie fast gekillt. Nee, Overheat killt nicht. Was? Overheat sollte nicht killen, nee. Auf der Range. Bist du gerade auf dem Spätstep-Set? Ja. Ein offensives Set? Meinst du offensives Pantinarasha? Ja. Glaube ich nicht. Der Nightshade hat perfekt Schaden gemacht. Ja, aber man spielt das mit HP.
Ja, okay, aber. Ja, dann würde es killen, aber ich weiß nicht, so. Wollen wir trotzdem. Okay, komm, Overheat trotzdem. Ja. Die gehen auf Snorlax aus. Macht. Oh Gott. Ja, das ist jetzt Pickfield, oder? Das kannst du nachschauen, ob das Pickfield ist, oder? Snorlax, G-Max. Sagen wir mal das da. Aber halt Leftovers. Die sind Pickfield, aber. Ja, sind sie. Sind sie. Unser Switch in Snorlax. Unser Switch in ein Snorlax ist basically Roserade. Nein, ist das nicht eher Korf? Ja, oder Korf, stimmt. Ja, lass uns mal, was Snorlax hat. Oder wollen wir eine Runde drin bleiben und Defog drücken erstmal? Weil wir sind spät. Wir sind für Steph, ne? Also, ich will nur sagen. Ja, aber willst du das wirklich setupen lassen? Nee, wir drücken, wir gehen auf. Oder wir gehen halt auf. Ja, doch, wir gehen wir auf. Wir können jetzt einfach Z Superpower drücken und sich plus 1 Attack abholen und das ist halt scary. Ja, okay, komm, wir gehen auf Korf, okay? Aber warte, wie viel Schaden macht gleich? Das kann halt trotzdem. Ah, ich habe halt jetzt ein Snorlax, welches halt full Spätzdef ist auch wieder, ne? Da hat der Schaden, glaube ich, gepasst. Oder wie viel Schaden hat er gemacht? Overheat hat. Ne, die sind glaube ich Fistef dann sogar. Schau mal nach, ob die auch ohne HP Investments. Warte kurz, ich guck mal erst. Die haben eine HP Investments, seien wir ehrlich. Lass uns erstmal Fistef gucken. Ne, auch Fistef macht es zu wenig. Snorlax hat Crash. Warte mal kurz. Auch Fistef macht es zu wenig Schaden. Holy shit, die sind kein HP Invest. Die sind probably ein. Die sind ATK. Die sind offensiv. Ja. Die sind nicht HP. Was ist mit HP Investment? Nichts, die dürften eigentlich nichts sein. Und wir haben dann eine Mid-Roll bekommen. Die sind vielleicht, also ich full seh, in Death, aber full in Death und full in Attack, das könnte ich mir gut vorstellen. Ja, kann auch sein, aber da würden wir auch vielleicht wieder zu wenig Schaden machen. Ich sehe halt immer noch. Jetzt halt auch ein Rapier rausgehen, ne? Wollen wir ein Rapier rausgehen? Sind wir schneller als das Ding? Wir sind schneller als das Ding eigentlich. Ja. Wahrscheinlich jedenfalls. Wollen wir? Ja, können wir machen. Kommen wir ihn raus. Setupen sie sich. Curse, ja. Meinst du, sie drücken jetzt gehen in Giga? Jetzt ist die Frage, kann Dragon Tail einen Giga raushitten? Ja, safe. Hä? Sicher? Frage ist drücken. Okay, wir drücken einfach Dragon Tail, oder? Ja. Let's go. Ist halt minus 6 Priority. Das ist bad. Egal. So, wenn die jetzt nochmal Curse drücken, können die jetzt nochmal Curse drücken, weil sie sich denken, hahaha. Ja, als Siegbomb theoretisch, ne? Was? Das leben wir doch trotzdem, oder? Leben wir das? Siegbomb jetzt auf der Range? Die spielen doch jetzt nicht einfach kein Giga Relaxo. Ja, oder Giga Siegbomb? Oder halt Giga Fighting Type Attack. Was ich halt mehr sehe. Siegbomb ist more scary. Theoretisch. Das macht nicht viel Schaden, weil es eine 20er-Attacke ist. Im Giga macht es dann wenig Schaden. Ich glaube einfach, die denken sich, wir sind Death Invested. Siegbomb? Sorry. Das war die falsche Attacke, die gekommen. Alles gut. Ja, keine Ahnung. Ich hoffe einfach jetzt, die drücken nochmal Curse, weil sie sich denken, wir dürften Death nicht viel Schaden machen. Schaden kassieren. Ja. Komm. Dragon Tail ist gerade eher unsere einzige Option. Ja. Sehr ehrlich. Hast du gedrückt? Ich hab gedrückt, ja. Ich hab Angst. Alter, bin ich aufgeregt, ne? Ich kann halt gerade gucken, was es gegen das Ding macht, so am Damage wenigstens schon mal. Snorlax war es, ne? Snorlax, G-Max, OU Curse, aber. Ich wünschte, wir können so sehr bieten. Einfach Destiny Bomb gedrückt in der Runde. Ah, gegen Copper, ja. Ja, aber du dachtest halt, nee,
Egal, alles gut. Wir machen ungefähr 17 bis... Wir machen halt ungefähr... Wir haben es gerade gemacht. Es ist nicht so, dass wir hart overbricked haben. Also gegen das Ding machen wir jetzt ungefähr 10% Damage im Giga, sag ich mal, und ohne 20 ungefähr. Ja. Und wenn es nicht gigert, dann sind wir, ist es safe raus, wenn wir treffen. Na? Stimmt. Wir können einfach wissen. Wenn das wissen, dann wird verloren. Es drückt Curse. Ja! Bitte triff! Tschüss! Ja! Tschüss! Okay, eigentlich ist jetzt das Play, Earthquake zu drücken, oder? Ich sag nur das eins. Denken Sie wirklich, Sie können mit Zeke Vault einfach rein? Sind wir schneller als das Viech? Ja, klar. Vielleicht. Denke ich schon. Wollen wir einfach Earthquake drücken? Wenn die halt Speed Invest spielen, dann nicht, aber die sind kein Speed Invest. Ja, lass trotzdem Earthquake drücken. Weil warum sollten warum sollten wir nicht Earthquake drücken? Weil die uns danach mit Weak Bolt einfach One-Hitten mit. Nee, die One-Hitten uns nicht, oder? Nee. Lass Earthquake drücken. Oder wir drücken Stone Edge. Ja, das halt die ganze Zeit. Ah, warte kurz, ich guck mal kurz, auf was Copper so tankt gegen den Stone Edge. Ja. Ja, nee, das kämen wir sonst nicht. Ja, ist mir schon klar. Aber. Siehst du den Weaker Switch? Die sollten das eigentlich wissen, dass wir sowas spielen. Die wissen, dass wir Stone Edge haben. Ja, deswegen Earthquake. Ja, Earthquake, komm. Und tschüss. Danke. Danke, Jonathan. Ein Kill of Rhyperior, la 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 la. Ein Kill of Rhyperior, la 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 la. Ich liebe es, wenn unser Ding einen Kill macht. Oh, geil. Wie gut stehen wir gerade, bitte? Wir sind in einer okayen Position. Das Snorlax ist immer noch scary, das können wir nicht sagen. Bundabee ist halt gerade insane, ne? Nicht nur Bundabee ist insane. Vergiss nicht. Kramort Body Press. Hat es dabei? Hat es. Ich hab's mitgenommen, weil wir ja Bulk-Up spielen. Okay. Ich kann ja ein bisschen über unser Team reden, ne? So nebenbei. Also, ja. Rebombi hatten wir schon. Kramort ist Bulk-Up Iron Tail mit Roost und Iron Head und mit Boost und Iron Defense. Leonio habt ihr gerade gesehen. Nicht die von Groot. Leonio ist übrigens AV. Was? Leonio ist AV? Leonio ist übrigens AV. Beakerboard kommt rein, warum auch immer, wir drücken Stone Edge. Warte, ich das kannst du jetzt bitte nach. Specs. Beakerboard. 1v1 Specs. Energy Ball Kit. Also, warte. Wenn die wirklich full sind, dann killt es. Aber, ich weiß nicht, sind die Specs? Ich glaube nicht. Komm, wir drücken Stone Edge einfach. Ja. Wirklich. Let's go. Energy Ball, die sind nicht Specs. Stone Edge trifft, nächstes Mon down, 2 Kills für Rhyperior, ich liebe dieses Mon, boom, boom, boom. Ich liebe Rhyperior, ich liebe dieses Pokémon so sehr. Oh Gott, unsere Missile. Alter, du weißt nicht, wie sehr ich Rhyperior liebe. Leute, wir haben eine Revolution, wir haben eine Revolution. Er hat es gesagt. Es ist immer noch ein Faggot. Aber ich liebe diese Faggot. Akzeptierst du es endlich in der Family? Ich glaube, es ist jetzt schon das dritte Matchup, wo unsere Gegner es vergessen. Das ist safe schneller. Ist es auch. Wir könnten trotzdem Dragon Tail drücken, falls es uns nicht killt. Eher drücken wir EQ. Warum?
Okay, wir drücken einfach EQ, okay? Ich glaube, Rapier hat hier guten Job das gemacht. Das mehr Schaden macht, oder? Oder was macht mehr Schaden? Lass mich gucken. EQ macht mehr Schaden. Wie hieß das Ding nochmal? Irgendwas mit G, ne? Gu was? EQ macht mehr Schaden. Wie hieß das Viech? Gudra. Kannst du mir das buchstabieren? G-O-O. Ah, Gudra. Bex. Ja, natürlich kriegt das Bex. Ich weiß, aber die haben Hydra dabei. Dragon Tail macht nicht so viel. Schau mal. Die könnten halt. Entweder haben sie jetzt. Die haben Hydra theoretisch. Und Fireblast. Die haben und Fireblast. Und die haben Power Whip. Und Fireblast auch. Ja, deswegen, das geht ja nicht. Ich würde sagen, wir drücken jetzt einfach EQ und Draco. Okay, Draco. Kills auf der Range ein Draco. Ja. Ich würde sagen. Ohne Specs? Ohne Specs ist die Frage. Ja. Oh, wir müssen noch. Übrigens. Ja, ich weiß. Deswegen, ich würde jetzt einfach Earthquake drücken. Wenn sie eine Wasserattacke haben, RIP. Ich hoffe einfach, die drücken jetzt irgendwas anderes zum Killen. Und ich drücke EQ, okay? Mhm. Warte. Killt? Draco killt, ja, okay. Draco killt nicht! Was? Du bist ein Gott, Gott, Gott! Schau nach, was das ist. Warte, wie wenig Damage, das ist ein defensives. Wir hatten 27%, ne? Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall irgendwie Death Invest. Also, das ist nicht Spets Attack Invested oder mit Wesen. Den Rest kann ich nicht zuordnen. Und EQ hat 60 ungefähr gemacht, ne? Genauer gesagt 64. Das passt von der Roll her. Also die sind vielleicht Bat-Staff wegen Bundleby. Mhm. Dann würde ich sagen, drücken wir jetzt Dragon Tail, falls sie rausswitchen. Nee, wir drücken jetzt einfach EQ. Okay. Weil das Ding tot ist. Ja. Also wir könnten jetzt halt auch. Nee, warte. Wir drücken. Drei Kills! Das ist jetzt so unlucky, oh mein Gott, die tun mir so leid! Die tun mir so leid! Ey, nein! Oh. Bitte. Ey, das Ding. Was macht Rhyperior? Das Rhyperior des Todes! Ey, Bundleby bekommt Konkurrenz, Alter! Die Killerbiene bekommt. Ich wusste! Ich wusste, du bist König der Magier! Ich wusste es! Alter! Letzte Woche Killerbiene, diese Woche einfach unsere Missis des Todes! Einfach der Todesbohrer! Und ja, ich weiß, dass das witzig ging. Danke! Oh, jetzt müssen wir ja gucken, was sie machen. Oh! Weil, guck mal. Kann es sein, dass die mit jedem Mordranzamer sind als wir? Ja! Nee, mit Totonator sind die. Nein, Totonator ist absolut langsam. Totonator ist so langsam wie. Kleff ist schneller. Okay. Übrigens. Deswegen Heavy Slam. Lässt sich jetzt denken, das war auch ein Heavy Slam. Ja, deswegen. Wir killen wahrscheinlich Totonator nicht. Wir killen auch, glaube ich, Snorlax nicht. Besonders wenn es. Ja, Snorlax ist. Aber wir drücken jetzt einfach Heavy Slam. Es ist egal, was wir drücken, Heavy Slam. Ja, okay. Heavy Slam. Außer sie. Die könnten langsamer sein, wenn sie Min Speed sind. Die drücken Protect, okay. Die wollen nochmal hochheilen. Heavy Slam. Heavy Slam. Heavy Slam macht gegen alles gut Schaden. Außer gegen die Totonator. Aber wenn die mit Totonator jetzt reinkommen. Das ist angechippt und könnte potenziell durch den EQ sterben. Also. Eigentlich müssen die jetzt drin bleiben und wenn sie langsamer sind, weil ich glaube, ich habe ein bisschen was in Rapier reingetan.
muss, kann ich kurz gucken? Rhyperior hat 8 in Speed. Ne? Also wenn sie auf Min-Speed Rhyperior gespeedcreept sind, habe ich gespeedcreept. Das heißt, wir sind potenziell schneller. Und wenn das jetzt, wenn wir jetzt schneller sind, nenne ich Gott. Wir haben noch nicht mal unser Roserade revealed. Kann das sein? Sorry. Robin? Ja, alles gut. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch nicht mal unser Roserade revealed. Ich weiß. Wie haben wir überhaupt erzählt, was es ist? Wir haben ein physisch offensives Roserade. Nein, das. Egal. Vergiss das, was ich gesagt habe. Das schneidest du raus. Okay, ich. Das piepst du. Ja, ich piep das. Okay, die wollen irgendwas hochheilen. Die haben Wish gedrückt. Ja. 4 Kids! 4 Kids! 4 Kids! Ich sehe halt freie Bahn für Rebombi, ne? Warum? Sie halt freie Bahn. Ich verstehe gar nicht, warum die so spielen. Also ich sehe halt wirklich frei. Also ich sehe halt wirklich freie Bahn für Rebombi, ne? Übrigens, wenn Snorlax reinkommt, drücken wir dann einfach Dragon Tail, falls sie sich dennoch setupen wollen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay. Snorlax kommt, wir drücken Dragon Tail. Snorlax kommt, nein, wir drücken Dragon Tail. Wir drücken Dragon Tail. Da gibt es keine andere Option. Ja. Wir könnten jetzt eigentlich Dragon Tail spammen. Und würden gewinnen. Wenn sie jetzt nicht gigern. Weil. Wenn die jetzt nicht einfach Move drücken. Die gigern. Max ja. Knuckle, die sind auf uns gespeedcreept. Max Knuckle kommt. Sind nicht gespeedcreept, Jana. Nein, oder? Dragonsmith hat einfach nur eine. So. Worein gehen wir jetzt? Gute Frage. Die sind halt jetzt ATK, so. Die haben uns ja. Max Knuckle gezeigt, wie ich es eigentlich vermutet habe. Und deswegen, ich bin ehrlich zu dir, okay. Ich will jetzt gucken, wie viel Damage Rebombi macht. Du, Janna, willst du ja. gerade diesen Star, diesen. Nein. Nee, warte, eigentlich müssten wir jetzt trotzdem. Eigentlich müssen wir in Leo, stimmt. Sei ehrlich, wir müssen eigentlich in Leo, ja. weil das ist das unser, ja. unser Deathmon. Da geht mit, und dann drücken wir Defog und Pain Split. Ja. Wenn wir es dann noch haben, ja. Ja, eigentlich Defog jetzt erstmal. Weil wir haben einen Sash. Das kann übrigens noch sweepen, ne? Das Ding. Ja. Wenn wir es halt nicht mit einem Quiver Dance Down kriegen, was eigentlich wir tun sollten, besonders wenn wir jetzt halt, sagen wir, Du kannst jetzt bitte auch den Damage, ne? Von Quiver Dance. Ja, stimmt. Wir machen halt denen so gar nicht viel Schaden, wenn die Spätzef sind, aber das sind sie ja nicht, haben wir herausgefunden. Eigentlich dürfen sie es nicht sein. Deswegen. Also plus 1. Wie viel machen wir? Ah, nicht viel. Das ist nicht gut. Wie viel? 30 bis 40 mit Moonblast. Und die. Was? Und die Max noch weniger, weil das Ding hat trotzdem eine 110er Spätzle. Jana, was? Ja. Aber Heat, aber die machen uns auch wenig. Nein, die machen uns nicht wenig, die sind plus 1. Ja, die haben Max Knuckle gedrückt und das macht sehr wenig. Hier ist plus 2. Ja, das macht trotzdem wenig. Wir können jetzt Thunderbolt drücken. Wir können Thunderbolt drücken und danach Pain Split. Oder nicht? Sorry, ich war gerade kurz offline. Wir haben 33%. Ja, wir haben 33% auf einen plus 1 Max Knuckle bekommen. Wir drücken jetzt Thunderbolt. Oder nicht? Oder was? Müssen wir Pain Split drücken? Nein, wir haben erstmal Thunderbolt, danach Pain Split. Vertrau mir, okay? Ja, die fehlen uns nicht, ne? Nee. Oder? Thunderbolt kommt. Oh Gott, das macht sehr weh. Para. Egal. Para ist geil. Ah, Crit. Okay, mies. Die sind parat. Auf plus 3. Ja. Ne, die haben aber keine Death gerade, ne? Warte mal ganz kurz. Darf ich kurz das nachgucken? Die haben gerade keine Death.
Wir was nachgucken. Ja. Aber ich bin auch hier noch nicht gar nicht auf unserem. Oh, warte. Da, nämlich. Das Viech hat 65 Death, ne? Snorlax. Ja, ja. Wollen wir das nicht mit Body Press? Könnte sein. Warte kurz, ich guck mal kurz einfach. Snorlax. Nee. Wie viel macht Body Press? 30 bis 38 steht hier. Was? Eigentlich müssen wir. Soll ich ehrlich sein? Wir müssen jetzt erstmal in. Wir müssen jetzt erstmal in Roserade. Ja, ja. Wir müssen jetzt erstmal in Roserade, so. Wir gehen jetzt in Roserade. Wir können das nicht mehr sleepen. Scheiße, wir können das nicht mehr sleepen. Ja, das ist halt. Das war jetzt ein bisschen schade. Es kann denn, dass uns dieser Para das Game verloren hat. Ja, das fällt mir auch gerade auf. Problem ist, wenn sie Heatcrash dabei haben, killen sie uns, wenn. Die haben Body Slam dabei wahrscheinlich. Also die haben auch jeden Fall. Der Fighting-Type-Move dürfte auch viel Damage. Ah, die killen uns safe wahrscheinlich. Wir gehen trotzdem rein. Die sind auf plus 3. Ich weiß, und wir drücken halt. Wie viel Schaden machen wir jetzt gerade? Mit was? Mit Bullet zieht den meisten Schaden, wenn es 5-mal trifft. Ja. Und wie oft müssen wir mit Bullet zieht treffen, damit es Poison Jab Schaden macht? Poison Jab Schaden. Und wie viel machen wir? Wir machen 75 bis 68 eigentlich, wenn sie nicht Death Invested sind. Was sie wahrscheinlich sind. Was, sind sie Death Invested? Das kann sein. Probably, ja. Die sind. Aber zumindest sind die ja nur Death Invested, aber kein HP. Das kann ich schon mal sagen. Und dann würde es immer noch über 50 machen trotzdem. Und dann wäre sowas wie Dings. Dann würde Bullet Seed mit 5 Hits. Bullet Seed mit 5 Hits. Würde dann genug Damage machen. Ja. Okay. Eigentlich müssen wir Bullet Seed drücken und hoffen. Okay. Können wir? Okay. Let's go. Oh, die haben noch nicht gedrückt, das macht mir Angst. Bullet Seed. Es kann sein, dass es gerade 4 real. Diese 10% Power. 3. 3 Hits, okay, Body Slam kommt. Body Slam ist das. Okay. Ja, warte, lass mich mal kurz gucken auf Korf. Korf macht nicht genug Schaden, wenn sie Death Invested sind oder auch so. Also, Fortunator. Nee, Korf, guck mal, eigentlich wir jetzt. Wir müssen noch dieses Fortunator im Kopf haben. Ja, ja. Deswegen. Korf jetzt Body Press drücken, weil gegen den Fortunator gewinnen wir das 1v1. Eigentlich und dann und beziehungsweise auch One-Hitted. Warte, Jana. Ja. Wichtigste Frage: One-Hitted Rebombi auf plus 1 ein Tortunator. Safe? Das hat Death, das nicht Spätzdef. Das kalst du jetzt nach. Das hat Death, nicht Spätzdef, das weißt du, ne? Du kalst das nach. Tortunator. Ach Gott, warum tut es es nicht? Jana, was? Warum nicht? Was hast du da für ein Set? Flamethrower haben die killen uns halt in zwei Turns, aber wenn die halt jetzt nicht ATK sind. Weil wenn die sind, ich habe jetzt einen Full-Spätzdef, ne? Wenn HP schon mal weg ist, und übrigens, das ist jetzt ein spezielles, ne? Und wir sind auch Spätzdef, so. Das bedeutet, die machen uns auch noch wenig Damage. Genau. Ja. Plus 1. Wir müssen trotzdem erstmal reingehen in. Vertrau mir. Cramor Body Press ist jetzt die einzige Lösung. Dass wir das Ding so low wie möglich kommen, das Snorlax. Okay. Übrigens, wir müssen jetzt eigentlich mal eine Full Power bekommen. Ja. Sei auch. Ehrlich. Wir drücken jetzt Body Press. Okay. Tanken wir einen Hit? Ich glaube nicht. Aber wir drücken einfach Body Press erstmal. Es ist halt der einzige Play, den wir machen können. Na, warte. Warte, das ist wichtig. Snorlax auf. Du kalkst jetzt nach. Welche Moves hat er alles benutzt bisher? Du kalkst eine Sache nach. Max Knuckle hat auf Rotom 33% gemacht. Max Knuckle, die haben übrigens auf eine Kampfattacke. Plus 1. Wir wissen aber nicht, welche Kampfattacke die haben. Das müssen wir jetzt herausfinden. Die können auch Heatcrash dabei haben, ne? Die haben immer noch nicht den letzten Move gesehen.
Wir müssen das jetzt herausfinden, das ist extrem wichtig. Was hast du jetzt warum drückt man nicht ab? Keine. Ey, ich bin ehrlich, die sind nicht HP. Okay, lass es vor die Quest drücken. Komm. Die haben noch nichts gedrückt. Die haben gerade. Die sind gerade ab. Warte kurz. Lass mich überlegen. Welche. Sagen wir mal, die haben Brick Break dabei, ne? Den kann ja wahrscheinlich Brick Break. Brick Break macht nicht genug Schaden auf plus 3. Ne? Heat Crash ist. Eigentlich ist Heat Crash das einzige, was uns geht. Plus 3 Hammerarm? Ah, Hammerarm noch, stimmt. Hammerarm auf plus 3. Superpower? Hammerarm geht nicht. Superpower geht nicht. Es kommt, das kommt auf den Heat Crash an. Ob sie Heat Crash haben oder nicht? Ja. Auf plus 3 Hit killt Hammerarm nicht? Nein. Weil wir Baba sind. Und wenn wir plus 1 Defense sind, warte kurz. Gewinnen wir das Matchup wahrscheinlich. Ja, warte, sind wir schneller als Fortunato? Ja, sind wir. Fortunato ist. Totonator ist. Wie viel Speed hat Totonator? Totonator ist genauso schnell wie Snorlax. Nein, ist es nicht. Doch, ist es. Nein, ist es nicht. Die sind auch 50% mit Totonator. Ja, eben. Das haben wir vergessen. Totonator ist ganz wenig schneller als Dings. Willst du Bulk abdrücken? Sagen wir es so. Ja. Was? Wir drücken jetzt Body Press, okay? Body Press? Ja, ich glaube schon. Die überlegen immer noch. Das ist okay. Und übrigens, ja, mit 50% Totonato sieht es natürlich auch bei Rebombi anders aus, ne? Ja. Dann gehen wir safe. Es ist effektiv Full Para. Wir haben gewonnen. Gewonnen. Body Press nochmal. Ja. Body Press kommt, Kate. Wir lassen das Ding sterben, drücken Bulk ab. Nein, wir drücken nicht Bulk ab, wir drücken die Body Press. Okay, komm. Wir chippen das Ding, soweit es geht, an. Wir werden auf keinen Fall rauswitchen. Das ist klar. Nein. Basically hat uns der Defog das Game gewonnen jetzt. Könnten die Scarf sein, oder? Nein, die sind nicht Scarf, die haben Willow-Wisp dabei. Oh, warte, nee, warte mal, mir fällt was anderes ein. Bitte hab keine Staff Rocks dabei. Body Press kommt. Die machen Flamethrower. Das kann wir boosten. Wir könnten theoretisch jetzt auf Differenz gehen, Bulk abdrücken. Boost drücken. Ja, wir drücken Boost. Boost drücken. Shit. Body Press kommt. Ah, okay. Wir haben noch Body Press dabei. Wir drücken nochmal Boost. Den wir trotzdem. Wir drücken Boost. Ja, wenn jetzt ein Earthquake kommt, dann GG. Wir haben gewonnen. Danke, Jana. Oh, yes. Drücken wir Body Press. Nein, wir drücken Roost. Oh. Ja, okay. GG, wir haben 2-0 gewonnen. Yes. Ey, das Relaxo war gar nicht mein. Also, ich war nicht auf Relaxo vorbereitet. Aber wir haben trotzdem geschafft. Ey, das ist wichtig. Geil, 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 geil. Wollen wir es früher hochladen diesmal? Ah, okay, Robin, du sagst mir jetzt einen Tag, an dem wir es hochladen. Warte. Komm, wir müssen noch einen Abmod machen. Welcher ist heute? Heute ist Dienstag. Komm, ich kann es direkt. Nein, wir laden später hoch. Wir laden es normal hoch. Also okay, dann ist es wieder Sonntag. So. Ihr Leute vom Sonntag, ja, wir haben gekämpft, gewonnen. Wir haben gewonnen. Playoffs? Playoffs, wir kommen. Ja, Playoffs, wir kommen. Ich speichere das Replay ab. Einfach nur, falls wir es schicken müssen. Ja, meine Leute. Das war's mit dieser Live-Kommentation. Ich werde es auch wirklich einfach hochladen. Ich werde gucken, ob ich ein paar Sachen rausschneide. Apropos, ihr habt gesehen, dass es ein offensives Roserade, also wenn es nicht ist, wird nicht rausgepiept oder rausgeschnitten. Ne, ihr habt das Set gesehen. Ihr habt wahrscheinlich auch probably kurz das Item sehen können. Und dazu haben wir es doch schon revealed, weil ich die ganzen Sets gezeigt habe, Robin. Und ja,
Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn ja, lasst ruhig etwas Positives da. Wir gehen jetzt erstmal einen Talk mit unseren Gegnern. Wir werden ein bisschen wahrscheinlich reden. Und man hört sich. Bis zum 10. und vorletzten Spieltag. Bis nächsten Spieltag. Bis nächsten Spieltag. Bis zum 10. und vorletzten Spieltag der TPA. Man sieht sich. Ciao. Ey, das war geil. Das war so. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft.